Bei mir steht der Sieger des Digital Leader Awards 2016 in der Kategorie Spark Collaboration. Sie haben bei Heidelberger Druckmaschinen eine Software entwickelt, die die komplette Prozesskette von der Entwicklung bis hin zum Service zusammenfasst. Was waren die großen Herausforderungen, die Grenzen und Silos, mit denen ja so viele Unternehmen heute noch zu kämpfen haben, zu überwinden? Für uns war entscheidend, den Erfolg unseres Kunden sicherzustellen. Die Druckmaschine druckt 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ein einzelnes Druckwerk hat mehr als 100.000 Teile. Diese zu entwickeln, zu produzieren und dann im Service zu halten, dass sie dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeitet, das effizient zu gestalten, war für uns die Kernherausgabe, weil wenn sie das nicht managen, steigt die Komplexität und sie verdienen kein Geld, der Kunde verdient kein Geld. Das wäre der Kernpunkt, uns hier aufzustellen. Wir verkaufen das Projekt mittlerweile oder das Tool, die Software in die Automobilbranche. Andere Maschinenbauunternehmen können das Tool gebrauchen, also von uns Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch ein Geschäftszweig, den wir selbstständig aufbauen und ihn selber weiterentwickeln. Herr Faske, was war für die Jury ausschlaggebend, genau dieses Projekt hier zum Sieger zu küren? Naja, die Jury besteht aus mehreren Köpfen. Hier spricht jetzt nur ein Kopf, aber ich kann ganz sicher sagen, digitale Projekte sind immer auch disruptive Projekte. Es geht darum, kann man Althergebrachtes in Frage stellen? Ist man mutig, Dinge neu zu machen? Und Heidelberger Druck ist sehr mutig. Die sind dabei, sich im Grunde von einem Maschinen- und Anlagenbauer zu einem Dienstleister zu entwickeln, haben dazu eine richtig gute Softwareplattform geschaffen, die die gesamte PLM-Prozesskette letztendlich digitalisiert. Und es hat zählbare Ergebnisse gebracht. Ja, das war natürlich für die Jury auch ein ganz wichtiges Argument. Herr Hoffmann, Sie kommen von der Messe Berlin. Gerade im Messegeschäft geht es natürlich auch sehr extrem darum, Produkte, Services miteinander zu vernetzen, um den Kunden optimal zu bedienen. Was sind dabei aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen? Die Herausforderungen sind für uns zweigeteilt. Zum einen in der Tat in Richtung des Kunden, dort dessen Anforderungen immer besser zu erfüllen und digitale Services anzubieten, aber auch mit dem Kunden mehr und mehr zusammenzuarbeiten in Richtung Coworking, Co-Creation, aber natürlich auch intern. Wir können nur so gut nach außen sein, wie wir uns auch intern als Organisation anpassen. Und wir haben die Erfahrung gemacht und sehen das natürlich auch in den Branchen, die wir betreuen bei unseren Veranstaltungen, dass das ganze Thema Digitalisierung, aber auch Collaboration vor allem ein People-Topic ist. Also es geht um Menschen, die miteinander arbeiten müssen, es geht um Mindsets, es geht um Veränderungen raus aus dem Bereichs- und Silo-Denken und der Fähigkeit zur übergreifenden Zusammenarbeit. Und das hinzubekommen ist für viele Unternehmen ein schwieriger Weg, die aus anderen Umfeldern kommen. Aber das sozusagen Schritt für Schritt anzugehen, ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein zum Erfolg. Und es bringt auch was, wie wir bei unserem Sieger hier gesehen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich.